Zum Beispiel Migrationsfragen. Dann wird man immer auf Zusammenarbeit dieser Länder angewiesen sein. Griechenland, dann die Länder des westlichen Balkans, dann Bulgarien, Rumänien und dann wieder Ungarn. Das heißt, es spricht alles dafür, dieses Gebiet auch in das Gebiet der Europäischen Union zu integrieren. Natürlich auf der Basis auch der sonstigen Kriterien, Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung und vielem anderen mehr. Also es gibt ein immenses geostrategisches Interesse, diese Länder zu Mitgliedern der Europäischen Union zu machen. Nord Stream 2, es deutet sich ja an, dass Russland... Ich halte von diesen Zeitperspektiven nicht so viel, sondern ich halte was davon, dass wir unser Wort halten. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann kann ein Beitritt erfolgen. Bis jetzt könnte kein Beitritt erfolgen, weil noch von keinem der Länder die Bedingungen erfüllt sind. Perspektive aufzuzeigen und zu sagen, wenn wir bis 2030 die Voraussetzungen erfüllen. Ich halte nichts von so einer Deadline, die zum Schluss uns unter Druck setzt, egal ob die Bedingungen erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Wir haben ein klares Commitment gemacht, die Beitrittsperspektive ist da und haben auch gesagt, was die Voraussetzungen dafür sind. Und dann müssen wir von der Europäischen Union allerdings auch bereit sein, die Länder aufzunehmen. Dafür bin ich. Ich wusste gar nicht, dass es in Slowenien so viel regnen kann. Das kennt man sonst nur von Deutschland. Aber kommen Sie auch trockenen Fußes nach Hause.